Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Challenge auf diesem Kanal. Heute werden wir mal probieren, alle 151 Pokémon der ersten Generation von Pokémon aufzuschreiben. Wir haben genau 12 Minuten dafür Zeit und wir können auch gerne mal ausrechnen, wie viel Zeit das genau ist. 12 Minuten sind 720 Sekunden durch 151 Pokémon. Heißt, wir haben pro Pokémon ein bisschen weniger als 5 Sekunden Zeit. Das ist nicht allzu viel und ich werde auch gleich garantiert in den Modus gehen, dass ich auf jeden Fall mega hart mich konzentrieren muss. Dementsprechend verzeiht mir, wenn ich noch schlechter reden kann als sowieso schon. Und ich würde sagen, ich starte einfach sofort rein. Nochmal kurz den Nacken ein bisschen ausrenken. Let's go. Ihr könnt gerne mitraten. So, wir haben auf jeden Fall dieser Sa. Oh, man muss nicht mehr Enter drücken, das ist gut. Dann Bisa-Knoss. Ja, geil. Fängt ja schon mal richtig geil an. Bisa-Knoss, Bisa-Flor. Als Kind fiel mir das doch ganz einfach, weil da hatte ich, ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, Lutexo, Lurak, da hatte ich so ein Poster, wo alle 51 Pokémon drauf waren. Dann gibt es natürlich Shiggy, Shillok. Und als Kind wusste ich die dann dementsprechend. Scheiße, wie wird Shillok geschrieben? Ohne CK? Aha. Turtok. Ah, dann war, glaube ich, Raupi, dann Safcon ohne R. Ich habe den früher mal mit R geschrieben, ist falsch. Und dann mein Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation natürlich das Smeepo. Die andere Raupe hieß Hornliu. Zusammen mit Kokuna und dann diese komische Biene, die man auch Bibor nennt, richtig. So, dann war, glaube ich, Taubsi das nächste. Ja, perfekt. Dann Tauboga, Tauboss, easy peasy. Dann der andere Vogel, Habitak. Scheiße. Ich dachte, Habitak ist die erste Entwicklung. Ist Ibitak die erste? Moment, da fehlt was zwischen. Nein, da fehlt irgendwas zwischen. Was fehlt denn zwischen Tauboss und Habitak? Hä? Was gibt's denn in der ersten? Okay, keine Ahnung, egal. Pikachu, dann Evoli. Wir gehen jetzt die Spiele einfach durch. Dann die ganzen Entwicklungen von Evoli. Aquana, Flamara, Blitzer natürlich. Ich glaube, das sind alle in der ersten Evolutionsstufe. Dann hat man noch die ganzen Legendären, Zapdos, Zapdos natürlich, das ist nämlich der zweite Zap, Arkdos, der wird doch mit T geschrieben, oder was? LOL, warum wird denn Arkdos mit T geschrieben und Zapdos mit D? Und das andere Ding, hier dieses Blitzding, wie ist denn das? Zappel, Arkdos, Zapdos und, nee, Lavados, ne? Zapdos ist das Blitzding, Lavados ist das Feuerding, genau. Ah ja, das sind die. Was gab's sonst noch? Wenn ich schon Pikachu höre, dann muss ich natürlich auch Raichu nehmen. Radfratz natürlich. Radfratz, Radikal. Dann haben wir die Lücke auch gefüllt. Was dazwischen kommt, aber gar kein Plan. Dann kriege ich auf jeden Fall noch Sandan, Sandamer, Schlurp. Gehen wir einfach mal in die Höhlen von den Spielen rein. Da haben wir zum Beispiel Dickdri. Dann natürlich auch Dick da. Warum auch immer ich als erstes auf Dickdri kommen. Zubat, der nervige. Zubats Weiterentwicklung heißt Golbat. Hatte der nicht sogar noch eine dritte? Ja, weiß ich gar nicht. Dann gibt es auf jeden Fall noch Kleinstein. Wenn wir schon Kleinstein haben, dann haben wir natürlich auch Geowatz. Aber das war. Scheiße, Geowatz. Geowatz. Ja, aber da ist noch was zwischen. Georoll oder so? Georoll? Nein. Scheiße! Okay, aber wenn wir schon bei Gestein sind, dann können wir einfach mal die Dinger von. Jetzt habe ich den Namen vergessen, von Brock abgehen. Im Englischen heißt er Brock. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Und Myst, die hatte auch Sachen. Oh ja, wir können die ganzen Wasser-Pokémon machen. Goldini, Golbat habe ich schon. Goldini, Scheiße, wie heißt denn die Weiterentwicklung von Goldini? Ich weiß es nicht. Die Sterne. Sterndu, Stami. Tjo. Jetzt ist schwierig. 8 Minuten haben wir noch. Was soll ich denn in 8 Minuten noch machen? Okay, wir gehen durch die Spiele durch. Es gibt Pokémon Stadium. In Pokémon Stadium gibt es das Rettern-Spiel. Die Weiterentwicklung. Ach, guck mal. Das sind sogar die, die dazwischen sind. Cobra. Cobra rückwärts, Arbok. Arbok ist die Weiterentwicklung. Dann gibt es das Pixie-Spiel. Die Vorentwicklung von Pixie heißt Piep. Dann gibt es noch Vulpix, Vulnona,
Arcani. Arcanis Weiterentwicklung heißt auch irgendwie. Gar kein Plan. Aerodactyl. Warum auch immer ich da jetzt drauf komme. Da gab es dann auch noch die anderen Fossilien. Wie heißen die denn nochmal? Kabuto. Ich glaube, Kabutops gab es auch noch, ne? Ja, Tatsache. Es gab noch eins. Kabuto. Keine Ahnung. Flamara habe ich schon. Warum will ich denn Flamara? Sandama, Sandan. Ja, schön. Schön soweit. Was gibt's denn sonst noch so für Typen? Wir haben hier. Wir haben Feuer. Gibt's noch Feuerdinger? Ich habe Arcani. Die Weiterentwicklung von Arcani war. Scheiße, ich weiß, dass er eine Weiterentwicklung hat, aber ich weiß nicht welche. Aber es gibt auf jeden Fall noch Pummeluff. Dementsprechend auch Knuddeluff. Was hatte Team Rocket noch so? Team Rocket hatte Mauzi. Team Rocket hatte. Hier, Knofenser! Knofenser. Und Ultrigaria ist die Weiterentwicklung. Ultrigaria. Und die dritte Form hat James immer aufgefressen. Ich bin Knofenser, nein, ich bin jetzt Ultrigaria und die Weiterentwicklung von. Sarazenia? Sarazenia? Ja, Sarazenia, geil! Der hat immer James gefressen und. Wie ist denn die andere? Hatte ich Mauzi schon? Ja, Mauzi habe ich, dann musste ich natürlich auch Snobili. Cut. Snobili Cat? Snobili Cut? Snobili Cat nehmen. Fun Fact, ich wollte. Meine Katze hieß auch Mauzi und ich wollte die, als sie größer wurde, auch Snobili Cat nennen. Aber das tut ihr jetzt nicht zur Sache. Was hatte denn. Ich weiß nicht mal, wie die andere von dem Team Rocket heißt. James und. Fuck you, ey. Ich weiß auch nicht, was sie hatte. Ein Boeing genau, aber das ist ja erst im nächsten Teil. Also in der zweiten Dings. Ach, keine Ahnung. Myra, Pla gibt's noch. Weiterentwicklung. Shit. Giflor, ne? Da fehlt einer zwischen. Myra, Pla, Giflor und. I don't know. Hatte Misty. Oh, hier Carpador gab's noch. Carpador. Dann Garados. Of course, of course. Die ganzen, allgemein die ganzen Wasser-Pokémon, ne? Enton, Entoron. Dann dieses komische Tentacha. Tentacha hat auch eine Weiterentwicklung, die Tentoxa heißt. So, schön, schön. Fukano! Klar, Arcani ist das ja. Arcani ist schon die Weiterentwicklung von Fukano. Arcani heißt auch der Hund von Revi. Cool, oder? Was ich für tolles Wissen hab. Was fehlt mir denn? Hier, Geist. Geist hab ich nicht. Gengar. Nebulak. Apollo. Scheiße. Apollo? Mit Doppel-P? Wie wird denn Apollo geschrieben? Ich weiß nicht, wie Apollo geschrieben wird. Hä? Da kann man doch. Harpollo? Fuck you. Ich weiß nicht, wie. Keine Ahnung. Mir egal. Gibt's noch mehr Geister-Pokémon? Hier, Abra, Simsalabim, ne? Simsalabim. Abra, Kadabra, Kadabra. Yuri Geller-Dinger. Okay, gar nicht so schlecht. 80 Stück fehlen noch. Ich habe nur noch 4 Minuten. Was gibt's da noch? In den Höhlen war ich. Ich habe Evoli. Ich habe. Was gibt's in den ersten Dingern? Hier, Schlurp habe ich auch schon, ne? Habe ich schon Schlurp? Scheiße. Ich habe die ganzen Spiele schon abgeklappert. Hier, nee, hier, es gibt Sichlor. Der andere, der auch immer die Baumstämme da durchgepackt hat in Pokémon. Pinsir. Pinsir. Wie hießen diese Kampftypen? Nokchan? Ja, Nokchan. Und sein cooler Kumpel war Kikli. Kikli, Kikli. Kikli, Kikli, Kikli. Tja, jetzt ist aber schwierig. Kleinstein. Kleinstein und Geowatz. Irgendwas dazwischen. Schnee, Klein. Großstein. I don't know. Georock, natürlich, Georock. Georock. Dann Dodu, Dodri. Wie hieß denn dieser Stier? Es gab diesen Stier mit diesen ganz vielen Schweifen. Stiro. Sterilo. Keine Ahnung. Wie hieß dieser Stier denn? Aber es gibt auch andere. Es gibt Ponita. Porenta ist zwar kein Pferd. Ponita. Pondria.
Punita und Taubos. Galoppa. 2,5 Minuten, da fehlen immer noch so viele. Wieso sind das immer noch 80? Okay, was fehlt mir denn? Gehen wir mal ein paar Dinger durch. Wir haben normal, wir haben Feuer. Feuer haben wir schon recht viel. Feen-Pokémon vielleicht. Pipi-Pixi, aber in der ersten gab es gar keine Feen-Pokémon, ne? Wir könnten noch Slimer und Slimog machen. Und wie ist dieses Ding, das... Wie ist das nochmal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall noch Fleckmon. Mushas. Amoroso? Amoroso ist, glaube ich, nicht erste Edition. Ja, scheiße. Alpollo bestimmt. Alpollo, natürlich Alpollo. Ich Dummkopf. Gut. So, wir haben noch zwischen Arcani und Abra Sachen. Wir haben noch richtig viel offen. Austos ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung von Mushas. Fleckmon hat auch eine Weiterentwicklung. Die habe ich doch sogar in Pokémon Unite drin. Fleckmon und da heißt das Slowbro. Aber in Deutsch heißt der... Keine Ahnung. Magma. Ist der nicht so? Magmare, ja, Magma. Es gab noch so ein anderes, das man immer wieder vergisst. Elektek. Oh, ich bin so froh, dass ich den wenigstens drin habe. Okay, Elektek. Auf 100 möchte ich kommen. Komm, 5 Stück kriegen wir noch hin. Was kann man denn, was gibt's denn sonst noch? Dragosso in seinem Pokémon-Turm. Dragonier! Dragoran! Geil. Dragoran. Hat er noch eine erste Entwicklung? Ja, ne? Dragosso habe ich jetzt. Habe ich schon Dragosso? Hat Dragosso nicht auch noch eine Weiterentwicklung? Ja, Knogger, ne? Knogger. Einer noch! Come on! Halbe Minute, einen kriege ich noch hin. Was gibt's denn noch? Hier, Smogon, wollte ich sagen. Smogon und Smamurzel. Ja, Smamurzel ist auch wieder der andere Dings. Nidoran, die ganzen Nidoran-Dinger. Nidoran, Nidoqueen, Nidoking, Nidorina, Nidorino. Okay, sehr schön. Ja, 6 Sekunden. Ich glaube, ich kriege keine mehr. Goldini. Habe ich den schon? Ich habe Goldini schon. Golbat? Scheiße. 106. Okay, ich bin... 70% habe ich. Right smack dab at average. Ich bin nur der average. Troll. Ich bin unter dem average. Average ist 73%. Nein! Achso, weil... Nee, seht ihr. Okay, ich hab schon gedacht. Fuck. Ja, toll. Okay, ich bin average mit 73%. Average ist 73%. Das heißt, die haben ein, zwei Pokémon mehr gehabt oder was? Ich bin froh, dass ich über die 100 gekommen bin. Jetzt gucken wir einfach mal nach, was ich denn so vergessen habe. Ich habe vergessen. Du, Flo, natürlich. Paras, ja, okay, keine Ahnung. Blutzug Omod. Stimmt, die hätte man noch hier mit Raupi und sowas in Verbindung bringen können. Stimmt schon. Ja, okay, die Affen. Schon eine Nein, ich habe Quapsel vergessen. Ach, Mann, ja, stimmt. Ich fand Quapsel, das Design von Quapsel ist zwar simpel, aber ich fand's früher so geil. Oh, Mann, dass ich den vergessen habe, das ärgert mich. Quapsel, Mann. Und Lamas habe ich auch vergessen, fällt mir gerade ein. Wo ist denn Lamas hier? Da, Labras. Ich meine natürlich Labras, nicht Lamas. Labras, natürlich. Ditto! Nein! Okay, die hätte man vergessen können hier. Die ganzen Fossilien. Dratini ist natürlich die erste Form. Pantimos hätte ich auch wissen müssen. Und Tauros habe ich hier gemeint mit dem mehrschwänzigen Typen. Ja, True, Over Electroball. Ja gut, die sind alle No-Names. Keine Ahnung. Die mag doch sowieso keiner, oder? Ach, doch, Lamos. Lamos ist Slowbro im Deutschen. Ah, wieder was gelernt. Europe, ja, okay. Mag nicht Julia. Pff. Rihorn hätte ich noch wissen müssen. Smogmog auf jeden Fall auch, wenn ich schon Smogon hingeschrieben habe. Chanera, ja, okay. Sepa und Seemon. Und Golking hätte ich auch noch wissen können. Ja, nö, finde ich in Ordnung. Hier, dass ich Quapsel und die Entwicklungen nicht wusste, das nervt mich richtig doll. Dann nervt mich, dass ich Tauros nicht drauf gekommen bin. Labras und... Oh, Relaxo! Oh mein Gott, Relaxo! Wie konnte ich denn Relaxo vergessen? Oha. Okay, ja gut. Dann würde ich aber sagen, ihr könnt den Test ja gerne auch mal machen. Ist sporkel.com. Ich pack's auch nochmal in die Beschreibung rein. War doch anstrengender als gedacht, aber ich bin, wie gesagt, froh, dass ich über die 100 gekommen bin. Auch wenn ich unterm Average bin, das nervt mich schon ein bisschen. Aber ist in Ordnung.
Gut, dann war das ein kleines Video für zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mitgeraten und es war nicht allzu langweilig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.